Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Reinhard Simon. Ich lese aus dem Anlass des Tages für Musik und Literatur vom Hessischen Rundfunk organisiert mit Unterstützung des Kulturamtes von Marburg in Marburg im Rathaussaal aus meinem Text, aus meinem Roman von Göttern und anderen. Und einer von euch ist ein wahrer Teufel, vom Himmel gefallen in einem Blitzstrahl. Und ein anderer von euch, der Mergenthaler, fährt nun mit dem Henkel-Sportrad von 1952 mit der kombinierten Dreigangketten- und Nabenschaltung durch die Stadt, um sich den Teppich des verlorenen Sohnes aus dem 14. Jahrhundert anzusehen. Für Mergenthaler, wie für den schnauzbärtigen Melancholiker, war es interessant, den schönen Wandteppich wiederzusehen. Aber wer hatte ihn in der Mitte durchgeschnitten? Lichttrag blickte verlegen, scharrte leicht mit dem Fuß und es roch nach Schwefel. Er transpirierte. Lichttrag, wieso denn diesen Teppich, dass du dafür sorgtest, dass Giovanni della Cappella sich erhängte? Mergenthaler kannte ihn nicht, aber der verlorene Sohn sitzt doch mit der Buhle im Zuber und greift dir geil an die Brust. Darüber hat der schnauzbärtige Melancholiker nichts gesagt. Der vom Kriege begeisterte Schnauzbärtige. Nichts davon. Und jetzt, Lichttrag, hörst du Mergenthaler zu. Solange er erzählt, Lichttrag, fährst du in niemanden und zerschneidest keine Gobelins. Links der Pupille klimmten kleine hellbraune Punkte im Bernstein, Tränen der Heliaden ihres linken Auges. Anna ging neben ihm in diesem kalten Winter nach dem Kurs. Ihr Blick traf ihn von der Seite. Sie war nicht klein, aber an jenem Abend schien sie ihm klein und schwarze, feine Strähnen fielen ihr über die Augen. Die glimmenden Punkte im linken Auge hatte Mergenthaler damals noch nicht bemerkt. Das geschah später, als sie ihn länger anschauen konnte. Sie sagte, sie schreibe, und sofort war Mergenthaler hochgespannt. Sie schreibt, hörte Mergenthaler, sie schreibt. Gedichte, sagte sie, aber in seiner Sprache sei es schwierig. Sie sei mit seiner Sprache noch nicht vertraut genug. Mergenthaler suchte nach dem Namen einer jungen Autorin, die aufgefallen war, während der Buchmesse, die in der Stadt aufgetreten und gut angekommen war. Er fiel ihm nicht ein. Die ältere Lyrikerin aber, Nobelpreisträgerin, fand zu seiner Überraschung nicht ihre ungeteilte Anerkennung. Später sagte sie ihm, sie habe Stalin gelobt. Wie Brecht, antwortete Mergenthaler. Nun war die Fessel Kleibnir schon gewirkt. Aus sechserlei Stoffen, aus dem Geräusch des Katzentritts, aus den Wurzeln des Frauenbergs, aus dem Blau der Schlehe, aus dem Heulen des Herbstwindes vergangenen Jahres, aus den Sehnen des Bären, aus dem Atem des Fisches und aus dem Speichel des Vogels. Die Fessel war glatt und weich wie ein Seidenband, doch sehr fest und stark. Es ist alles nur wegen Anna in ihm geschehen. Mergenthaler weiß nicht, was er sich dabei dachte, dass er eine Zeit lang wirklich davon träumen konnte, sie werde sich auf ihn einlassen, ihn. Die Traurigkeit ummantelte ihn. Er dachte über sich nach. Er ging mit ihr schlafen, allein. Er nahm sie in die Arme, allein. Er spürte ihren Körper, allein. Er nahm sich vor, seinen Traum zu vergessen, aber dann sah er die Linie ihrer Augenbrauen, er sah das Braun, Bierfarben nannte sie es, ihrer Haare und alles begann von neuem. Mergenthaler freute sich, wenn Anna in den Kursraum trat. Er versuchte es sich nicht anmerken zu lassen, dass sie ihn anzog. Es ist nur ihre Schüchternheit, raunte ihm Lichttrag ins Ohr. Du gehst nach dem Schwächeren, weil du selbst schwach bist, unsicher, weiblich. Wie, fragte sich Mergenthaler, soll ich ihr näher kommen? Was diese Sexualgeschichtsduselei beabsichtigte, ging Lichttrag
Mergenthaler an, ob er etwa diese urlangweilige, uralte Geschichte noch einmal erzählen wolle, von Xi Shi, deren Blick Staaten wanken lasse, von Kleopatra, von Helena oder Gudrun Steinmetz, die einen Italiener geheiratet hatte vor langer Zeit und im Norden Italiens lebte, wo sie zusammen mit ihrem Mann zu einem gewissen Wohlstand gelangt sei. Er solle halt erzählen, er wolle ihm sein Ohr leihen, sagte Lichttrag. Er solle ihm eben die alte Geschichte, der alte Mann und die Anna erzählen, und er blickte Mergenthaler erwartungsvoll an. Mergenthaler sah Lichttrag lange an. Er, Mergenthaler, sei auch ein anderer. Das heiße, auch er wisse nicht, wer es sei, wenn er ich sage, und deshalb spreche er nicht von sich. Erzähle, Mergenthaler, erzähle, unterbrach ihn Lichttrag ungeduldig. Der Erzähler stelle, so sprach Mergenthaler weiter, ohne auf den schwefeldampfenden Lichttrag zu achten, einen Zusammenhang her, den sonst niemand herstellen könne. Deshalb lausche er, Lichttrag, ihm, Mergenthaler und den anderen in Chengdu oder in Marrakesch. Deshalb habe er Scheherazade gelauscht, der schwarzgelockten Perserin, der ersten Erzählerin nach Eva, die Adams Kopf in ihrem Schoß barg und von den tausenderlei Verwandlungen erzählte. Damals im Garten, er, Mergenthaler, alle Erzähler stifteten Sinn, indem sie etwas Sinnloses machten, oder habe es irgendeinen Sinn, einem Schwefeldampf transpirierenden Unhold Geschichten zu erzählen oder gar dem Herrn Gevatter, der nur seine endlosen Zahlen, Kolonnen über Kolonnen im Kopf habe? Er habe, so Mergenthaler, einmal in einer der Kisten des Chefs ein schmales Buch aufgeschlagen, in das Maria auf dem Vorsatzblatt rechts oben den Preis und in Klammer und in Klammern den Zusatz Leinen mit Blei geschrieben hatte, womit es als ein Buch besserer Qualität in der Flut unsäglicher Papierkonvolute gekennzeichnet war. Er hatte es aufgeschlagen und las unter stürmischem Himmel, über den graue, dicke Wolken in bemerkenswerter Geschwindigkeit hinzogen, die Kapitelüberschrift Schreiben ist geheim. Und dann den Satz, der Schreibende stellt sich als Beobachter des Lebens mit seinen Empfindungen, seinem Entsetzen, dem mannigfaltigen Leiden, dem Mitgefühl, dem Zorn an einen archimedischen Punkt außerhalb der Menschheit. Mergenthaler kaufte das Buch, auch wenn er niemals mehr als diesen einen Satz lesen würde, weil er nicht mehr las, nur hier im Freien, in den Büchern des Chefs, ab und an. Er stellte sich vor, er werde das Buch dem Hausner schenken, aber ein Buch zu verschenken war ihm tatsächlich niemals möglich. Wotan Zäs Weißbärtig stand unter der tausendjährigen Förstereiche am gegenüberliegenden Hang. Vom lichten Küppel her rollten zarte Donnercluster über schmutzig weiße Häuschen hin. Der Donnerkeil in Wotan Zäs Hand bewegte sich nur ganz leicht, ganz leicht. Dann war es nicht so schwierig. Anna schrieb schlechte Diktate, zu schlecht für die angestrebte externe Prüfung. Mergenthaler bot ihr an, früher zu kommen, um ihr tatsächlich zu diktieren. Und überraschenderweise stimmte sie sofort zu. Wenn allerdings andere Teilnehmer ein wenig früher kamen, schien es ihr peinlich zu sein, denn sie fiel sofort in ihre Schüchternheit zurück. Es war ihm vollkommen gleichgültig, was die anderen über sein Engagement dachten. Mergenthaler diktierte ihr in dem braun-grauen Kursraum, aber wie weiter? Nach Kursende verschwand sie meist schnell, manchmal mit einer jungen Französin aus einem überseeischen Departement. Die beiden hatten sich ein wenig angefreundet. Als Mergenthaler einmal aus der Straße des Kursgebäudes auf seinem Weg nach Hause abbog, stand sie allein in der Nähe eines U-Bahn-Einganges und suchte angestrengt in ihrer großen Tasche. Mergenthaler musste sie ansprechen, und dann standen sie in der Kälte und redeten über ihr Land, über Literatur, über die deutsche Sprache. Und bald lud er sie zu sich ein, sie nahm an, sie war ängstlich, als sie zum ersten Mal das Haus betrat. Es war kühl.
der Himmel wolkenverhangen. Mergenthaler zeigte Anna den botanischen Garten der Universität. Er lag nahe seiner Wohnung. Auch die Chinesin hatte er dorthin geführt und die junge Frau aus Georgien. Er gefällt allen, auch Anna fand Gefallen an den nur dem Anscheine nach ohne Ordnung wachsenden vielfältigen Pflanzen. Eine dichte Kolonie fremdartiger, vielleicht japanischer, den Boden deckender Pflanzen blühte mit großen, weit geöffneten Blüten. Ihr Weiß hob sich von den schon dichten, dunkelgrünen Blättern ab. Weiß, sagte Anna, unschuldig weiß. Sie ist darüber beunruhigt, so gab ihm Lichttrag ein. Er ärgerte sich später darüber, dass er es nicht bemerkt hatte, wie er sich einschlich, dass sie noch nicht mit einem Mann zusammen war. Ihre weibliche Wirkung war überhaupt nicht betont. Manchmal schien es ihm, als wolle sie ihren Busen geradezu verbergen. Mergenthaler wollte sie einfach nur in den Arm nehmen, fest und an sich drücken. Er hatte ein unbändiges Verlangen, sie zu beschützen. Die Morgensonne fiel auf den ausgebrannten, rotrostigen Panzer am Lindenweg neben der Chaussee und ließ den Rost aufleuchten, als ihn der alte Opel Blitz der Molkerei auf dem Weg zur Heldmann passierte. Milch und Panzermetall, später das dunkle, säuerliche Brot aus dem Dorf, von Bäuerinnen gebacken, feinporig und fest, Butter, säuerliches Pflaumenmus, Erdbeermarmelade, Leberwurst, Pfitzauf aus der gesprungenen Keramikform. Der Hefeteig geht nicht, wenn die Köchin ihre Periode hat. Tierische Gerüche, Bindzeug, Geheimnis, Unverständnis, Unkenntnis. Warum willst du nicht mitkommen ins Schwimmbad, Quarta oder unter Tertia? Sie antwortete nicht, sie war abwehrend. Warum nicht? Geht es nicht? Was geht nicht? Zucker aufs Fensterbrett in des Hasenmannes Zimmer. Dann zeigte Colonna kleine Schuhe, Babyschuhe. Du bekommst ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. Sagte sie wirklich auch Schwesterchen? Erstaunen, kein Begriff von den Zusammenhängen. Die Abwehr so fies. Ein halbes Leben lang keinen Mann. Sagte, er hat sie gebraucht oben im Wald. Nachricht von einer Vergewaltigung im Staatsforst oder Beginn einer Ehe, die in einem Häuschen endete, Kaninchen im Garten, eingesperrt in kleinen Hasenställen, aus rohem Holz gezimmert, mit Drahttüren und Vorhängeschlössern, nicht freilaufend wie beim Hacker. Nachrichten hinter vorgehaltener Hand, gewispert auf dem Kirchgang ins Tal hinunter. Die Polin galt als besonders fromm, sie war wirklich katholisch. Im Café Grumble läuft keine Musik. Man isst Grumble oder Zimt-Himbeerkuchen, der in der Küche gebacken wird. Das Café gehört einem deutsch-indischen Schwesternpaar. Anna saß ihm gegenüber, sie löffelten Grumble, das ihr gut schmeckte. »Ich bin in sie verliebt«, sagte Mergenthaler Anna. Sie antwortete, sie sei überrascht und ob er sie denn als Frau sehe. »Ob sie keine Frau sei«, fragte er sie zurück. »Sie könnten eine Beziehung haben«, sagte sie sehr bald. Aber keine körperliche. Freundschaft. Freundschaft, ja. Sie möge ihn auch. Sie bleibe beim Sie, sagte. Lassen Sie mir etwas Zeit. Mergenthaler berührte Anna in ihrem Zimmer, begann er sie zu streicheln. Sie lag in dem Sessel hinter dem Fußende des Bettes gekauert. Er saß auf dem Bett, von ihr durch das Holzbrett am Bettende getrennt. Er streichelte sie. Aber sie wehrte ihn ab, aber nicht gleich, nicht entschieden. Sie ließ ihn ein wenig gewähren, bis sie plötzlich sagte, sie hasse ihn, sie hasse das. Sie sagte, denken Sie einmal nach. Das sagte sie. Ihm war bewusst, dass er ein Vierteljahrhundert älter war als sie. Aber ich lese Bücher, die viel, viel älter sind als ich. Lichttrag ist älter. Lichttrag, die Bücher, die Musik, alles ist gegenwärtig, ist jung. Sie könnte seine Tochter sein. Sehen Sie mich als eine weitere Tochter, sagte sie. Adoptiert. Welch ein Angebot. Ja empfängt Peil, ein Ja von Galaxien her, eine ganze Nacht lang Ja. Das Fruchtwasser hatte die Tücher durchtränkt. Colonnas Schmerzen waren unerträglich. Schweiß bedeckte ihr Gesicht und ihren krampfenden Körper. Wotan Zäs witterte, blickte auf das so oft gesehene Drama und fühlte dem winzig kleinen Mergenthaler nach,
dass er nicht in diese Welt hinausgepresst werden wollte, auf das grobe Linnen Sophies, in den Schatten des Vorhangschrankes, vor der Dachschräge, hinter dem Lemuren und Mahnen wohnten, die auf die feuchten Klitschgeräusche hörten, als dieses nackte Menschlein in einem Schwall dunklen Blutes unter einem hellen, klaren Schmerzreißen der Gebärenden in die Siedlung kam. Die wirkliche Kunst, so sprach der Koreaner, der Milch trank zu Mergenthaler, sei das Begehren aufzugeben. Mergenthaler solle sich einen weiß schimmernden Porzellanteller vorstellen, auf dem ein gerade geernteter, noch mit den Tautropfen des frühen Morgens benetzter Pfirsich ruhe. Der morgendliche Hunger, das Bedürfnis, den süßen Saft der reifen Frucht im Munde zu spüren und den morgendlichen Durst zu stillen, sein stark und drängend, in diesem Augenblicke anzuhalten, sich umzuwenden und die Lust aufzugeben und durch die Lust der Stärke des Schwachen zu ersetzen, das sei Kunst. Mergenthaler dachte an ihren Busen. Er sah den Ansatz ihrer runden Brüste vor sich, eine Seite des Schirts verschoben, sodass ein Träger des Büstenhalters sichtbar war und dass sie davon überhaupt keine Notiz nahm, dass nicht die geringste Koketterie zu spüren war, dass sie nicht an die Wirkung ihres Körpers dachte oder vielleicht gar nichts davon ahnte, wie stark der Ansatz ihres Busens ihn aufzufordern schien, sie gerade dort sanft zu berühren. Der Pfirsich, sagte der Koreaner, der Milch trinkt, sanft, der Pfirsich. Alles räumte der Hasenmann aus dem Kartoffelkeller, wo das Grauen hauste. Ein unbestimmtes, unbenanntes Grauen, das Mergenthaler überfiel, sollte er Kartoffeln aus dem Dunkeln holen, deren erdige Haut ihm ein unerträglich unangenehmes Gefühl bereitete, sobald er sie nur berührte. Kartoffeln, die im Frühjahr, bevor es die Frühkartoffeln gab, lange weiße Triebe bekam, die wie Totenfinger kühl und widerlich aus dem roh auf Lücke gezimmerten Kasten hervorleuchteten. Lichttrag stand außerhalb des Lichtkreises der Kellerkerze. Er beobachtete den kleinen Jungen, er sah seine Angst und es nahm ihn etwas für diesen Jungen ein. Er würde nichts für ihn tun können, aber er würde ihn wegbringen aus den Kartoffelkellern, weg von dem Hass auf alles Andersartige, das sie das Entartete genannt hatten, vor noch nicht allzu langer Zeit, oben in der Siedlung. Regale und irdene Krüge, Kisten leerer Weinflaschen mit bunten Etiketten, Gröver, Nacktarsch, Kietricher Sandgrub und andere, die den Rhein, den Neckar und die Mosel, selten die Lahn und ihre Mündung in den Rhein zeigten, auf einigen Schleppzüge an Weinbergen vorbei, flussaufziehend. Matten, Wannen, eine Glasflasche mit Henkel und der Inschrift One Gallon, und mit allem verbunden brachte er einen starken Geruch mit, ein Gemisch aus Kellerschimmel, gärendem Sauerkraut, fauligen Kartoffeln, feuchten Wänden und Aas von den Hasenbälgen her, die ausgestopft mit der oberhessischen Presse steif und leise knarrend im Kellerflur hingen. Bälge der Kaninchen, denen der Hasenmann die Kehlen durchgeschnitten und ernst und unfroh die Haut abgezogen hatte. In diesem beizenden Geruch konstruierte Mergenthaler mit Nati einen Raum im Hof, der für einen Nachmittag ihr Haus bildete, während sie Vater und Mutter spielten. Mergenthaler hatte nichts mehr. Ihm waren nur die Wörter geblieben. Die Erinnerungen an Gerüche, Schmerzen, Bilder. Lichttrag erzählte ihm, der Schreiber habe ihm berichtet, wenn er sehr niedergeschlagen und so mit aller Welt zerfallen sei, dass er sich wünsche, sie verlassen zu können, um in die Einsamkeit zu fliehen, und finde dann einen hübschen weißen Bogen und einen guten Schreibpinsel. Oh, wie tröste ihn das! Wie spüre er dann, dass es auszuharren gelte, dass sich dieses Leben noch ein wenig länger ertragen lasse? Das habe, Lichttrag zwinkerte mit den Augen und vergaß darauf, dass er kleine gelbe Schwefelwölkchen leichthin aus der Nase schnaubte, das habe der Schreiber nicht selbst geschrieben. Er habe es aus einem alten Buch gestohlen. Aber er, Lichttrag, verrate nur, dass es eine Dame mit sehr gutem Geschmack geschrieben habe.
Mergenthaler legte die Weinflaschen in die mit Wasser gefüllte große Zinkwanne und wartete, während er das Zimmer fegte, bis sich der Gröver Nacktarsch abgelöst hatte von den dunkelgrünen und braunen Flaschen, die der Hasenmann am Hirschberg in einem Weinkeller, in dem einst der Marquis de Launay seinen Wein höchstpersönlich ausgewählt habe, während er oben im Landgrafenschloss die Behörde beriet, wie ein Gefängnis im Schloss einzurichten sei, in einem Weinkeller, in den er einmal mit Mergenthaler über eine steile Treppe hinabgestiegen war, bis zu einer hölzernen Theke, vor der Mergenthaler wartend in Seitengänge hineinschaute, gefüllt mit Gröver Nacktarsch, Kietricher Sandgrub und anderen braunen und grünen Flaschen, die von Mörtelstaub, Schimmel und Spinnweben überzogen waren. Auch in diesem Keller, hinten im Dunkel, lauerte das Unnennbare, das Grauen. Sicher gab es eine Verbindung zur Rathausschirn, wo die Gegner des Regimes eingesperrt und geschlagen worden waren, bevor man sie wegbrachte. Das Stöhnen der Aufrechten war in die Mauern gedrungen, hinübergewandert, unter der Erde, in den Adern des Hirschberges, bis in die Weinkeller, wo es hinten lag, Schicht auf Schicht des Stöhnens, das der Mergenthaler hörte, nachts, wenn die Ziege vor Böcklers Fenster im Nachtwinde schaukelte. Sozialwohnung, sagte Lichtrag später feixend. Sozialwohnungen für Mahnen, Laren, Gespenster, Abstellkammern für Irrlichter und unmodern gewordene Aufhocker. Weiter vorn die Albträume, noch weiter vorne die bunten Illusionen, die Fata Morganas, die Vorstellungen vom Leben wie in einem Laden für Träume. Das Zeug muss doch auch irgendwo hin, brummelte Lichtrag leicht ärgerlich. Es kümmere sich niemand darum, ein Elend sei das, denn sie bräuchten das, mit der Magersucht und dem Kaufrausch sei es nicht getan. Zu Böcklers Grundstück hin, vor der Ahornhecke, für deren Anpflanzung der Hasenmann je Meter 40 deutsche Mark von der Stadt erhalten hatte, stand Angel Lichtdrag, hinter ihm schwankte die abgehäutete Ziege vor dem Schlafzimmerfenster Böcklers ins Freie gehängt, in der kühlen Novemberluft leicht im Wind. Aus Lichtdrags Nase traten kleine gelbliche Schwefelwölkchen hervor. Wotan Zäs hasste es, das zu riechen, und es gab immer ein fürchterliches Donnerwetter, wenn die beiden sich zu nahe kamen. Und Lichtrag stampfte ungehalten mit dem Fuß den weichen Humus, ihn ärgerte, dass sich nur Wotan Zäs eingefunden hatte, sondern dass sich unter der ausladenden Herzkirsche, die der Hasenmann selbst veredelt hatte, im Hof die vier großen Könige, die Wächter des Universums, eingestellt hatten. Jeder von ihnen trampelte auf einem Dämon herum, und das tat Lichtrag in der Seele weh. Er konnte gar nicht länger hinschauen. War es nicht genug, dass Weißbärtig gefährlich brummelnd an ihm vorübergestampft war? Aber weder der Vielhörende noch Weitauge, weder der Vermehrer noch der Staatshalter hatten verhindern können, dass er, Lichtdrag, dem Neugeborenen zusammenwachsende Augenbrauen, angewachsene Ohrläppchen, einen asthenischen Körperbau und einen stechenden Blick mitgegeben hatte. Er grinste zufrieden, witterte zur Ziege hin und strich sich über den haarigen Bauch. Mergenthaler solle sich nicht aufregen. Die Geschichte sei schon immer so gewesen. Diese Wesen, seine Brüder und Schwestern, schlachteten sich eben ab. Wer habe denn die Ziege getötet und ihr die Haut abgezogen? Als Mergenthaler die Filme sah, die Größe der Anlage, die endlosen geometrisch angeordneten Reihen der Baracken, die zu Skeletten abgemagerten, die großen dunklen Augen brennend in Höhlen, als er die Berge Haar, die Koffer und Brillen, als er all das sah auf der harten Holzbank in dem abgedunkelten Hörsaal der juristischen Fakultät, als er all das sah, wusste er, dass er in ein Osarium, ein Land der Gebeine, in ein Totenland geboren war, in dem der Hauch des Mordes in der Luft lag. Es ist ein schönes Land, sagte Lichtdrag. Der Hacker hatte die jungen Birkenreiser gebracht zum Schmänner, hinten in den großen Saal mit dem knarrenden Holzbohlenboden. An der Schanze
sollte eine neue Kirche gebaut werden, aber vorher traf die Gemeinde sich beim Schmänner sonntags zur Messe um 10. Das war insofern ganz praktisch, als der Hecker, der Währum, der Heller und manchmal sogar der Cellist nachher nur in die Gaststube vorne wechseln mussten, um ein Pilz zu trinken. Die Reiser für den Notaltar. Sophie gefiel die Notkirche nicht. Sophie ging weiter den Kaffweg hinab zu Peter und Paul, aber einmal nahm sie ihn mit zum Schmänner. Mergenthaler ging neben ihr die kleine Anhöhe zum Schweinestall hin hoch, in der Sonntagshose, der Krawatte am Halsgummi und im Jackett. Die Schuhe hatte der Hasenmann glänzend geputzt. Er durfte sich auf keinen Fall schmutzig machen, sonntags. Neben Sophie gehend schaute er unauffällig nach links und rechts, ob er Eier im hohen Gras entdeckte, die Schmänners halbwilde Hühner dort legten und die er nach der Schule suchte, um sie Kolonar mitzubringen. »Habe ich gefunden«, sagte Mergenthaler dann nur und wunderte sich, dass sie sich niemals fragte, wo er lege frische Hühnereier fände. Die Messe war langweilig. Die Gerüche der älteren Damen, meist Eau de Cologne oder Mousson Lavendel, lagen schwer über dem jahrhundertealten Kneipengeruch aus den Bohlen unten. Die Reiser welkten. Spannend war der Moment, wenn die Gemeindemitglieder nach vorne gingen, wo kurz vorher zwei Jungen in albernen, mädchenhaften, rot-weißen Kleidern mit kleinen Glöckchen geklingelt hatten. Niemals hätte er so etwas angezogen, auch nicht vor dem Notaltar. Die Gemeindemitglieder gingen nach vorne, knieten sich hin, öffneten die Münder und bekamen aus dem goldenen Kelch etwas in den Mund gelegt. Aber was? Das interessierte ihn brennend. Es schien aber nichts besonders Angenehmes zu sein, denn wenn sie zurückkamen, schlugen sie die Hände vors Gesicht und murmelten etwas, das er für ein Gebet hielt. Vielleicht Medizin? Aber alle die gleiche? Eine Impfung? Aber die lavendelduftenden Damen wirkten nicht krank. Und Impfungen hatten sie bestimmt schon alle bekommen. Vielleicht hatte das Ganze aber etwas mit dem in einem schrecklichen Chor. Der Hecker sprach meist noch, wenn alle schon geendet hatten. Vielleicht dachte er an seine Kaninchen, vorgetragenen Satz zu tun. Der Herr komme in mein Haus. Meinten sie den Priester, aber was sollte der im Haus? Oder den dicken Schmänner? Aber warum denn? Vorher hielt der Priester etwas Weißes, Kreisrundes in die Höhe und behauptete, das ist der Leib Christi. Und dann zerbrach er die Scheibe, legte die Bruchstücke in den goldenen Kelch und nahm erst einmal einen Schluck Wein. Das immerhin schien ihm einleuchtend. Was sollte er auch schon beim Schmänner trinken? Um der Sache auf den Grund zu gehen, schlich er sich nach vorne, während Sophie die Hände vors Gesicht geschlagen hatte und murmelte. Er stellte sich an, kniete sich auf die Bank vorne und sperrte den Mund weit auf, wie beim Zahnarzt, dachte er, als der Priester sich näherte, murmelnd und ihm etwas in den Mund warf. Fast hätte er einen Hustenanfall bekommen. Mergenthaler prüfte vorsichtig mit der Zunge, ob es lebendig war, süß schmeckte oder eher medizinisch. Es war nicht lebendig, es schmeckte nach gar nichts und löste sich nach kurzem im Munde auf. Also, was war das? Was war das nur? Lichttrag, den Mergenthaler damals noch nicht näher kannte, erzählte ihm später, er habe vorne ein Bier gezischt und gesehen, wie enttäuscht er gewesen sei. Ausgerechnet die beiden Mädchen vom Kaffweg waren in der Kirche und fragten ihn später scheinheilig, ob er etwa zur Kommunion gegangen sei. Als er vielsagend schwieg, erklärten sie ihm, das dürfe er gar nicht. Sie waren älter als er, immer zu zweit, und meist versetzten sie ihn in Panik, indem sie ihm ankündigten, er werde es niemals, niemals rechtzeitig in die Schule schaffen und dann würde er sich mit Frau Staberei auseinandersetzen müssen. Mergenthaler erwartete nunmehr schreckliche Bauchschmerzen von der merkwürdigen Scheibe, die der Herr oder das Fleisch genannt wurde, aber eher wie Papier wirkte, jedenfalls die Kirche wohl nicht so viel kostete, wie die dick mit Wurst und Fleisch gefüllten Taschen, die der Hasenmann vom Riechel gegen Ende der Woche mitbrachte. Nichts dergleichen geschah und er fühlte sich hinterher wie vorher. Vielleicht hätte er die Hände vors Gesicht schlagen und murmeln sollen. Mergenthaler dachte an den Schulhof des Gymnasiums. 5, 6 mächtige Platanen beschatteten den unteren Hof, der von der Turnhalle abgeschlossen wurde, und auf der Seite zum Berg hin zur Altstadt
von einem Stück alter Stadtmauer. Es gab eine steile Treppe vom unteren Hof hinauf auf den schmalen kleinen Hof oben über der Mauer, wo die Älteren standen und rauchen durften. In der Pause gab es Milch oder Kakao aus 1/4 Liter Flaschen, die mit dicken Staniol-Deckeln verschlossen waren, durch die man Strohhalme stecken konnte. Aber Mergenthaler bezog keine Milch. Kolonar gab ihm kein Geld dafür, nur blieb manchmal eine Flasche übrig, die ein Lehrer unentgeltlich weitergab. Quartaner und Untertertianer spielten mit leeren 1/4 Liter Flaschen auf dem unteren Hof Fußball. Scharf geschossen aus dem Lauf heraus, prallten die Flaschen gegen die Stadtmauer und zersprangen klirrend. Große Aufregung. Wo war die Aufsicht? Der Direktor Luther griff persönlich ein. Er ließ alle Schüler versammeln, er war aufgebracht. Es beginne mit den Flaschen, so sagte Luther, und ende mit Auschwitz. Auschwitz? Niemals gehört. Zum ersten Mal gehört. Damals. Viele Lehrer schüttelten den Kopf über die Aussage des Direktors. Mergenthaler registrierte überrascht die Abwehr der Lehrerkollegen des Direktors vor allen Schülern auf dem Schulhof. Hinter der abschließenden Turnhalle stand ein Privathaus, in dem sich im Erdgeschoss ein Schuhgeschäft befand, wo Kolonar Stiefel für Mergenthaler gekauft hatte. Schnürstiefel, die sich Mergenthaler auf der Treppe unten sitzend von Kolonar hatte schnüren lassen, als er noch nicht zur Schule ging. Anschließend an das Haus folgte nichts. Eine Brache, eine leere Fläche, Faulbaum und Holunder, ein Queckenteppich, Brennnesseln. Jahre später, Jahre nach Direktor Luthers Ansprache, hatte Mergenthaler erfahren, dass dort die große Synagoge stand, die 1938 abgebrannt worden war. Keiner der Lehrerkollegen des Direktors hatte von der Synagoge erzählt. Keiner. Aber sie schüttelten über den Direktor Luther den Kopf, weil er das Wort Auschwitz in den Mund genommen hatte. Der Hasenmann hatte niemals davon erzählt, dass der eiserne Hans, sein Bruder, als SS-Soldat und Arzt in einem KZ gedient hatte. Das Wort Auschwitz hörte Mergenthaler zum zweiten Mal von dem Großen beim Mittagessen, Hühnersuppe mit Grießnockeln, Rotkraut, Salzkartoffeln und Sauerbraten, Himbeerpudding. Mergenthaler hörte es zwischen der Grießnockelsuppe und dem Hauptgericht. Der Hasenmann schwieg zunächst, wies dann alles von sich. Es sei erlogen, nichts davon sei wahr, nichts sei wahr. Er verbat sich jedes weitere Wort. Er wolle in Ruhe essen. Und dann wandte er sich schweigend dem Sauerbraten zu und aß und aß. Der Große gab nicht auf. Alle seien Mörder gewesen. Aber da lief das Gesicht des Hasenmannes tiefrot an. Das treibe einem die Galle hoch, alle raus, die Fratzen raus. Und alle verließen ängstlich am Hasenmann vorbei das Wohnzimmer, drückten sich zwischen der Lehne seines Stuhles und dem Kachelofen hinaus nach draußen. Wahrscheinlich wusste der Hasenmann, dass der Große ihn meinte, wenn er von Verbrechen sprach. Er musste glauben, der Große meine, er sei ein Verbrecher und erwähnte niemals den eisernen Hans. Mergenthaler benutzte Rasierwasser und schlüpfte in den für seinen schmalen Körper viel zu weiten grauen Mantel, ein richtiger Herrenmantel, sein erster Mantel, bei einem Versandhaus bestellt und viel zu groß. Am dunklen Rabenstein vorbei, das schäppige Wissegässchen hinunter über die Gleise durch Weidenhausen, über den Rudolfplatz an der Drogerie Bühner, wo Sophie eingekauft hatte, vorbei und den Hirschberg ein kleines Stück hinauf. Mergenthaler nahm Platz auf einer harten Holzbank im Juridikum, den der studentische Filmclub als Vorführraum benutzte. Ein Steinwurf vom Gymnasium entfernt und fast neben der leeren Stelle, wo bis 1938 die Synagoge gestanden hatte. Mergenthaler sah einen nach der Befreiung von Auschwitz aufgenommenen Film. Die Größe der aus der Luft gefilmten Anlage, Baracken über Baracken, bestürzten ihn. Die Berge von Koffern, Brillen, Kleidern und menschlichem Haar entsetzten ihn, und Mergenthaler sprach zu dem Hasenmann kein Wort mehr. Die Bibliothek sammelte Judaika.
Mergenthaler ließ seine Zettel auf dem Arbeitstisch unter der hohen, durch die abgehängte Decke, aus der einige Platten entfernt worden waren, zum Oberlichtfenster hinstrebenden, palmenartigen Pflanze liegen und betrat den Nebenraum. Thea Altaras, das Synagogenbuch, die zweite Vernichtung der heiligen Stätte nach dem Kriege, das schmähliche Vergessen, Verschweigen, Verbergen. Lichttrag schaute ihm über die Schulter, Lichttrag kannte die Orte. Er hatte sie nicht aufgehalten, als sie mal etwas kaputtschlagen wollten in Rot, die aus Wenkbach. Ihn zerstörte der Lärm der Zerstörung nicht. Ihn störte der Lärm der Zerstörung nicht, nicht der Brandgeruch der Torahrollen. Mergenthaler näherte sich dem kleinen, nahezu quadratischen Gebäude. Er entdeckte eine alte Türe links, ein großer rostiger Schlüssel steckte im Kastenschloss. Doch als er vorsichtig den Drücker niederdrückte, öffnete sich die Türe und er trat ein. Der Raum war leer, der Boden staubbedeckt, die Wände schienen bemalt zu sein, die alten Fenster ließen nur wenig Tageslicht einfallen. Doch sah er den Pfeiler, von dem Thea Altaras geschrieben hatte, der einen tiefen Axthieb aufwies, wo einer der Stürmer zugeschlagen hatte, sinnlose Wut, sich das Dach auf den Schädel zu stürzen. Aber das hatten sie dann doch geschafft. Sie hatten alles zum Einsturz gebracht, ganze Städte zertrümmert. Wie viele Dächer auf wie viele Schädel? Es gab eine Verbindung zwischen dieser Wunde in dem Stützpfeiler aus dem Holz der Esche Yggdrasil. Es gab eine Verbindung zwischen dem Frevel am heiligen Ort und Schutt, Scherben und Aschen der Städte im Reich, zwischen der Wunde im Holz und dem Umstand, dass die alte Frau Heuss aus Mähren oben in der Einrichtung des Hasenmannes unter dem Dach lebte, dass sie vertrieben worden war, wie der Hasenmann erklärte. Viele schmale Stiegen hinauf unter das Dach, wo sie dem Hasenmann Pflaumenknödel anbot und für die Meisen, die bis auf den Esstisch schwirrten, die Reste. Und da, wo der Almemor gewesen sein musste, da stand plötzlich der kleine B.S. Er zischte Lichttrag weg, der sich wirklich verzog. Und B.S. trat zu Mergenthaler, berührte die Wunde im Pfeiler. Jahre später fällt es dir wieder ein. Am Brunnen vor dem Tore, blick nicht zu tief hinein. Die Augen gehen dir über. Jahre später in einem Totenhaus trinken die Henker von gestern den goldenen Becher aus. Die Augen täten dir sinken. Der Hesseloy vom Grün unten in der Stadt, der letzte Bauer, dessen Scheune langsam zerfiel, der Hesseloy schnitt den Weizen mit der Sense und stellte die Garben um Dreieckshürden herum auf, damit sie trockneten, bevor er sie nach Argenstein in die Mühle an die Lahn brachte. Unzählige Hürden auf dem Feld rechts der Chaussee, die in die fernste Ferne führte, nach Schröck, nach Bauerbach. Sie krochen in die Hürden in dem warmen Duft des Weizens. Der Hesseloy verteidigte seine Hürden mit der Forke in der Hand. Der weißhaarige Mann, der Faun vom Grün, schrie, drohte, verjagte sie. Und Anna wird den Agro-Experten freien, der im Dienst eines US-amerikanischen Konzerns Agrargifte vertreibt. Die Bauern sagen, jetzt sind noch mehr Käfer da. Es wirkt nicht das Zeug, dass sie ein weißlicher Schleim im tauigen Morgen über die Felder spritzten. Und er muss fahren, 200, 300 Kilometer. Und wenn er ankommt, erzählt Anna, seien keine Käfer zu sehen. Am Sonntag geht Anna in die Messe. Am Sonntag geht auch der Agro-Experte in die Messe. Sie werden ein Haus bauen. Sie werden zwei Kinder haben. Sie werden im Sommer an die See fahren. Und Anna wird an Mergenthaler denken, dessen Hände den Weg zu ihr gesucht hatten in jenem süßen, heißen Sommer, als sie ein Picknick machten. Anna ließ sich gleich am Rand des Parkes nieder. Sie tranken Weißwein aus der Kühltasche, aßen griechischen Salat, Baguette, Käse, Oliven und seine Hände suchten den Weg zu ihr und sie hob das Brotmesser. Ich muss Ihnen die Hände abschneiden, oder? Lichttrag brachte sie mit. Den Flaschler Arno, James, den Philosophen und den Penner. Der Cellist erschien später. Warum, wann denn Mergenthaler beginne, eine spannende Geschichte zu erzählen? Es sei eine uralte Sache, mägelte Lichttrag. Das junge Mädchen und der alte Mann, das kenne er, das habe er in der Typografie
Giuntina S.A. in Firenze, Via del Sole 10. Dort habe er sie zuletzt gehört, 1943, die Geschichte vom roten Ball der Liebe, dem bunt beschuhten Kinde, das Mergentalers oder wessen weißes Haar auch immer verlacht und das Schwarze des Gärtners oder wessen auch immer mit offenem Munde anstaune. Langweilig das, es rieche nach Herbstlaub, nach Vergehen, nach Verwehen, diese alte Geschichte vom Haschen nach dem Windhauch. Arno nickte. Er warf stechende Blicke und erzählte stockend, er habe mit dem Chef gesprochen und räume für ihn Bücherkisten aus, morgens, bevor er seine Tour von Flaschencontainer zu Flaschencontainer antrete. Dafür, so habe er mit dem Chef ausgemacht, könne er sich Bücher auswählen. Und was für einen Hunger er habe! Er trinke nichts mehr, nichts, seitdem er Bücher lese, nächtelang. Wirkliche Freunde, fügte der Philosoph an, seien die Bücher. Mehr als ein Mensch sei nur in Form des Buches zu ertragen. Und er, unterbrach ihn der Cellist, und er, der Cellist, habe einen sehr streng geregelten Tagesablauf, abgezirkelt wie die Tonfolgen Johann Sebastians. Lesen, üben, lesen, üben. Und manchmal mit dem Hecker, dem Peil und dem Meller an die Ohm, Kiebitze betrachten. Oder in den schwarzen Mann, im Mai, wenn die Obstbäume blühen. Der Penner sagte nichts. Er las nicht, er sprach nicht. Er wusste, dass er der Herr aller Bücher hinter, unter und über ihm war. Nachts, Tag ein, Tag aus, wenn er in seinem Kartonlager ruhte vor der Universitätsbibliothek und schwieg. Splitter zusammenzufügen, hob James an. Fragmente, das sei keine Geschichte. Ja, auf der Couch gehe es an, aber als Text? Von fern war Donner zu hören, Wetterleuchten, Lichttrag wurde unruhig. Wotan Zäs weißbärtig war in der Nähe. Er musste auf Hut sein, seitdem der wütende Wotan Zäs seinen Donnerkeil wieder in geschleudert und ihm den linken Fuß zerschmettert hatte. Chariklo hatte ihm damals geholfen, in jenem heißen Sommer in den Wäldern Attikas und das zerstörte Glied mit einem Eselsbein ersetzt. Aber welchen Ärger hatte er mit den orthopädischen Schuhen. Abermals donnerte es, schon beträchtlich näher, Blitze erhellten das Zimmer und ließen die Buchrücken aufleuchten. Sie verschwanden über dem Balkon. Arno nahm die leeren Pfandflaschen aus der Küche mit. Anna erzählte, sie pflege einen gelähmten Studenten. Er spreche Polnisch, sei in Schlesien geboren. Er habe in Finnland einen Infarkt erlitten, aber nun plane er ein weiteres Praktikum in Weißrussland. Sie müsse ihn dreimal nachts drehen und Handschuhe, murmelte sie schnell auf flüchtige Weise, dass man ihrem Gesagten nachhören musste, um zu verstehen, Handschuhe, Toilette und so. Lichttrag feixte. Mergenthaler wunderte sich. Später ergänzte sie, er sehe aus wie ein Baby. Sie sehe ihn nicht als Mann, dennoch habe sie sich daran gewöhnen müssen. Er wolle nicht sterben. Hör eben weg, Lichttrag, wenn du dich nicht aufregen möchtest. Ihre Schwester ist Nonne. Sie fühlte sich berufen, sagte sie. Anna liest Traktate über Karol Wojtyla und Marienerscheinungen in Kroatien und Italien. Eine Hostie habe sich auf der Handfläche des Giovanni della Cappella in ein Stück Fleisch verwandelt. Und er, Lichttrag, lache nicht. Andern Tages erzählte Anna Mergenthaler, der in dem merkwürdigen Sessel eher hingegossen lag als saß, sie habe geträumt, ihre Hände und Füße waren in der Mitte von Nägeln durchbohrt, deren Köpfe sich auf den Handflächen und den Fußsohlen über ihrem Fleisch befanden. Die Nagelspitzen traten am Rücken der Hände und Füße wieder hervor und schienen dort so weit umgebogen und umgeschlagen, dass man in die umgebogene oder umgeschlagene Stelle, die über das Fleisch herausragte, wohl den Finger hätte legen können, wie in einen Ring. Und die Köpfe der Nägel seien rund und schwarz gewesen. Gleicherweise sei an der rechten Seite ihrer Rippen das Abbild eines Lanzenstichs erschienen, unverheilt, rot und blutig. Aus dieser Wunde habe sich oftmals Blut ergossen, das ihr Gewand rötete. Ob Mergenthaler etwas anderes erzählen könne, er wolle nichts von dem da, und dabei wies Lichttrag irgendwie unverschämt, aber doch furchtsam nach oben in den Himmel hören,
von den Männern mit den Maschinen, die möge er. Außerdem wisse er genau, woher Anna dies habe, er kenne alles genau und nur, dass es ein großer Schwindel gewesen sei, wie alles getue, um Fiolen, in denen sich Blut verflüssige, und um die Splitter vom Kreuze jenes Herrn, er wisse schon, wen er meine, habe ihm gefallen, so sei das eben im Lande der Zitronen und Paradiesäpfel, aber Mergenthaler solle nicht mehr davon reden. Sie sagten, in der Siedlung lebe ein Kommunist unter den ehemaligen SA-Stürmern, ein einziger Kommunist. Mergenthaler wusste nicht, was ein Kommunist sei. Ein großer, aufrechter Mann ging durch die Siedlung immer allein. Melancholisch trug er kleine Motorflugzeuge auf die Stoppelfelder des Hesseloi, wo er die erstaunlich laut fauchenden und sprotzenden Benzinmotorchen anwarf und die Maschinen über der SA-Siedlung kreisen ließ. Mergenthaler hatte nichts gegen den Kommunisten, aber sie sagten, der ist Kommunist. Wie sie nur sagten, der ist Ungar, der Kommunist und Ungar. Wenn sie das sagten, dachte Mergenthaler an das blöde Geburtstagsspiel, der Plumpsack geht um. Immer schlich sich da jemand hinter ihn, um ihn in die Pfanne zu hauen. Der Schleicher legte da etwas ab, unbemerkt, und Mergenthaler musste dann etwas vormachen. Meistens verstanden sie nicht, was Mergenthaler vormachte. Fallensteller oder Freund der Ringelnatter. So etwas verstanden sie nicht. Und vielleicht, dachte sich Mergenthaler, schlicht der Kommunist und Ungar nachts durch die Siedlung, sicher durchs Gässchen hinter den Häusern und legte etwas ab. Er würde gern einmal den U-Boot-Fahrer fragen. Es könnte doch sein, dass der im Schuppen immer noch das Echolot einsetzte gegen den Ableger hinter den Häusern, den Kommunisten und Ungarn, diesen melancholischen Plumpsackmann. Andererseits ließ der Kommunist nur kleine Modellbomber über der SA-Siedlung kreisen, unglaublich laut. Das hätte das Echolot sicher auseinandergehauen im Schuppen. So laut waren die kleinen Motoren. Und der Ungar war nur melancholisch. Manchmal kam er ihm entgegen, wenn Mergenthaler mit dem Roller zum Treffenstedt fuhr, zum alten Treffenstedt, denn der hatte hinterm Haus ein Lädchen, in dem es die Wundertüten gab, halb so groß wie ein Schulheft, bunte, märchenhafte Dinge außen darauf, und du konntest nicht wissen, was darin war. Aber 25 Pfennige, deshalb nur selten eine Wundertüte, einmal in der Woche höchstens. Manchmal verkaufte Mergenthaler ein paar Klicker, 3 Zehner oder 5er, aber die 10er-Klicker waren seltener und teurer, dann zum alten Treffenstedt. Du konntest natürlich fühlen und auf der Tüte herumdrücken, aber der alte Treffenstedt mochte das nicht, sagte, man solle seine Ware nicht zerquetschen. Dann heulte manchmal ein Modellbomber übers Lädchen. Der Treffenstedt schimpfte dann erst richtig los. Der Kommunist, der, brüllte er fast, der macht einen ganz irre. Zerquetsch mir nicht die Ware, entweder du kaufst oder du kaufst nicht. Das Lädchen war irgendwie geheim, so hinter dem Haus. Den Ungarn hat nie jemand dort gesehen. Die Klusmann hatte einmal nach Hallowach fragen lassen, aber so etwas führte der alte Treffenstedt nicht. Das hatte nur der Meller vorne in der Straße, der war von außerhalb. Der Treffenstedt war im Motorradsturm. Hinten in seinem Schuppen stand seine alte Maschine. Er führte hauptsächlich Wundertüten. Und wenn du dann eine hattest, eine Wundertüte, immerhin 25 Pfennige, dann trugst du sie in den Frühlingsmittag auf die staubige Straße. Oben brummte ein Bomberchen des Kommunisten. Es roch nach Bratkartoffeln, weiter hinten pfiff der Hacker, Hennen scharten in der warmen Erde und unterhielten sich dunkel über Würmer oder was weiß ich, und du öffnetest die Tüte noch nicht, 25 Pfennige, aber du fühltest die kleinen harten Dinge hinter dem bunten Papier, versuchtest zu erraten, was dich erwartete, jetzt und immer da, du würdest die Wunder sehen, bald. Aber jetzt noch nicht, vielleicht im Schuppen, in Fleischersgarten oder im Wäldchen, wo die Anemonen unter dem graubraunen, vom letzten Schnee befreiten Laub hervortrieben. Alles duftete nach Wunder. Der Hacker pfiff. Die Sonne schien und das Leben jenseits der Siedlung. Das war die Wundertüte, die auf dich wartete. Kannst du das verstehen, Lichttrag?
Lichtrak hatte sich in der Küche aufgehalten, er war vielleicht nur neugierig, was in dem Häuschen vorging. Jedenfalls war der alte Peil später davon überzeugt, dass er Zeichen erhalte von oben. Fernsehapparate gab es noch nicht. Fleischer, der Angestellte, hatte sich den ersten besorgt, der im Wohnzimmer aufgestellt um 5 eingeschaltet wurde. Peil sprach von den Antennen, die Zeichen empfingen, aber es gab nirgendwo Antennen. Keine Fernsehapparate, keine Antennen. Peil hörte die Zeichen und wagte sich nicht mehr vor die Türe. Seine Frau war eine kleine, rundliche, weißhaarige, freundliche Person, die mit einem weißen Spitz spazieren ging, der bissig war. Der alte Peil hörte die Stimmen, aber der Hecker winkte nur ab und pfiff seine Kaninchen hervor. Hecker war Gärtner und verkaufte den ersten Salat im Jahr. »Geh mal zum Hecker und hole einen Kopf Salat«, sagte Colonna und drückte Mergenthaler zuerst 30, später 45 Pfennige in die Hand. Der Hecker war meist hinten in den Glashäusern und sang vor sich hin. Er sang Lieder, in denen Blumennamen vorkamen. Er sang von Tulipan. Das gefiel Mergenthaler am besten. »Waren die Kaninchen schon da?«, fragte er den Hecker und gab ihm die 30, später die 45 Pfennige. Er hörte auf zu singen und pfiff, und überall hinten im Garten schauten Kaninchen aus dem Boden. »Peil hat Verbindung«, sagte Mergenthaler dem Hecker, aber der Hecker sah ihn nur stumm an und sagte, »Hier hast du den Salat«, und dazu gab er ihm Borretsch, den Mergenthaler hasste, und Pimpernelle und Schnittlauch. »Habt ihr keinen Schnittlauch?« Die Kaninchen waren wieder verschwunden und Mergenthaler überlegte, ob er den U-Boot-Fahrer sehen würde. Der, so hatte es Colonna erzählt, war mit einem großen schwarzen Vollbart zurückgekommen. Danach und hatte sich den Bart abgenommen. Danach, er wohnte nicht weit von dem rotrostigen Panzer entfernt, aber dann habe er Zahnschmerzen bekommen, auch pochende Kopfschmerzen. Ein U-Boot-Fahrer nimmt kein Hallowach. Das war Mergenthaler klar. Das konnte der Meller an die Klusmann verkaufen, die das Päckchen schnell in der großen Tasche ihrer Mantelschürze verschwinden ließ. Es gäbe Dinge, die man nur mit einem einzigen Menschen tue, sagte Anna. Sie sei romantisch und warte auf ihn, sagte sie. Es sei beinahe schon geschehen, aber sie habe noch alles, sagte sie. Ohne jede Scham, als sprechen sie über irgendetwas. Aber dann, Mergenthaler hält jetzt Kurse für Leute. Sie wollen eine Prüfung machen, deshalb tun sie alles, was er ihnen sagt. Sie wollen ihre Chancen in der Welt verbessern, mit dieser verdammten Prüfung. Sie sprechen ziemlich gut. Sie sind zum Teil schon jahrelang im Land. Ihre Fehler sind unveränderbar. Manchmal kommen sie morgens mit Plastiktüten in den Unterrichtsraum. Mergenthaler ist froh, dass sie gut sprechen. Er muss ihnen nichts beibringen. Sie denken, er könne ihnen helfen, die Prüfung zu bestehen, den Test, für den sie dann das Diplom für die Welt bekommen. Aber er braucht das Geld. Das ist keine Frage, eben für alles. Schuhe kauft er sich höchst selten, ein Paar jedes Jahr. Früher kaufte er Bücher, aber jetzt nicht mehr. Er liest die Bücher, die Sie für die Prüfung lesen müssen. Er bekommt sie von der Einrichtung. Als er auch noch andere Bücher las, wurde ihm oft übel. In der U-Bahn oder in der Bäckerei, morgens schon. Es kam von den Büchern, zu viel Wahrheit, anderer Leute Wahrheit. Ihm ist das nicht bekommen. Er dachte, er sei krank, irgendetwas mit dem Kreislauf. Aber es waren die Bücher. Mergenthaler hat dann mit dem Lesen aufgehört. Mergenthaler, der schon einmal ein junger Mann war, eine junge Frau, ein Gebüsch, ein Vogel und der Fisch, der aus dem Wasser springt auf seiner Fahrt. Der Philosoph ist krank. Er habe dem Doktor erzählt, er besitze 250.000 Bücher, erzählte der Grinser dem Chef. Aber er, der Chef, war im Besitz von 650.000 Büchern, die über die gesamte Stadt bis hin nach Flörsheim und Mainz verteilt in Hallen, Kellern und Schuppen untergebracht waren. Der Philosoph ist Marias Freund. Sie unterhält ihn, indem sie bei jedem Wetter, sommers wie winters, die alten Bücher verkauft. Abgelegtes und klassisches, ohne Quittungen, sehr günstig, Schätze. Und die Produzenten neuer Bücher strömen zwischen den Tapeziertischen und Kistentürmen wie durch eine Näherlösung, von der sie das eine oder andere Häppchen aufnehmen, hindurch.
Der Philosoph trägt meist eine Aktentasche mit sich, die wichtige Briefe, Kopien, Ausschnitte und Dokumente enthält. Manchmal sucht er nach einem Brief oder Dokument auf dem Boden kniend vor einem der Tische. Immer in Furcht, der Mensch, dem er alles mitteilen wolle, der Mensch da vor ihm, wende sich ab und gehe. Maria lässt ihn einfach gewähren, manchmal ist ihr sein Zustand unangenehm. Der Flaschler kommt nur selten an den Bücherständen vorbei, und zwar dann, wenn er den großen Flaschencontainer in der Nähe inspiziert. Sein flackernder, irrlichtender Blick scheint die Kunststoffwände des Containers geradezu zu durchdringen, auf der Suche nach Pfandflaschen, die er im Supermarkt oben an der Einkaufsstraße in den Automaten füllt, um einen Teil des Pfandgeldes in ein, zwei Flaschen Bier umzusetzen. Er scheint nie volltrunken zu sein. Er sammelt auch Zeitschriften und Zeitungen, die er ins Antiquariat bringt, wo sie ihm die Antiquarin für einige Münzen abnimmt, um sie an Rentner und Empfänger mit geringem Aufschlag weiterzugeben. Der Prophet steht lächelnd in der Nähe und kommentiert die Gesprächsfetzen, die er aufnimmt, ab und zu an seinem Becher Kaffee nippen oder an seiner Flasche Bier oder Rotwein. Er hat lange auf die Schultern fallende Haare und trägt ein Jackett über einem langen Frauenkleid. In Abständen befindet er sich in einem sehr sauberen Zustand und seine Haare werden gepflegt, aber die meiste Zeit wirkt er vernachlässigt. Der Chef der Bücher kennt sie alle. Manchmal überlässt er einem von ihnen eine Tüte schon angetrockneter, belegter Brötchen, Reste seines Frühstücks. Er kennt auch sie, die spricht, manchmal wütend, manchmal schnell und aufgeregt, haspelt sie Wörterreihen hinunter und hinauf, während sie, den Blick ins Ferne gerichtet, scheinbar zielstrebig irgendwo hinstrebt. Es gibt auch wieder Tage, an denen sie schweigt und unter den Passanten nicht im geringsten auffällt. Sie beschreibt sprechend die Welt. Da ist der Fluss der Dinge, die Konstanz der Veränderung, der Strom, der sie fertig macht. Sie kommt nicht mit und im Kopf andere Wandlungen, Bilder, Erinnerungen, Ketten über Ketten von Wörtern, Bildern, Gerüchen, die sich verbinden und ein Netz bilden. Mein Gott, sagt sie, die spricht. Welche Energie bilden alle jemals existenten Gehirnströme galaktisch? Und sie beginnt vor den Büchertischen zu sprechen, monoton wie betend, japanisches Minzöl, Nasenspülset, Fußpilzprophylaxe-Set, Pflaster, Hals- und Rachen, Lutschtabletten, Kontaktlinsen, Pflegemittel, warum bin ich so, wie ich bin, Dextrose-Tabs, ich vermählte mich mit der Erde, Gymnastikball, die Menschen glichen sich der Erde, auf der sie lebten, an, Kalt-Warm-Kompressen. Ich bin der Beton unter den Büchertischen des Chefs, Magnesium-Sticks. Wenn er mich in den Arm nähme, Wärmepflaster, die Furcht, geschlagen zu werden, Moor, Wärmflasche, Bandage, Trampolin, die Furcht, taxiert zu werden, Kurzhantel, Fitnessmatte, die Furcht zu versagen, Bauchmuskeltrainer, als Frau, als Mutter, Ergometer, zu versagen, Bromelie. Manchmal weine ich unter der Dusche, Anturie, das sei gut, Spatifüllum, sagt der Therapeut, Traumreisen. Hecker sagt, gib ihnen Salat mit Borretsch, Pimpernelles, Schnittlauch und Gartenkresse, das hilft. Und Sophie sagt, es seien die Atome, die die Russen in die Welt gebracht hätten, was für die Verrückten verantwortlich sei. Das sind die Atome, sagt sie, für Lichttrag sind es Seelen. Wotan Zäs wendet sich ab. Die Könige lauern auf Dämonen, von denen sie besessen seien, vom Quasselteufel etwa sie, die spricht. Ausgerechnet Lichttrag muss mir das erklären, dass sie nicht anders als die Eigentumswohnung und Personenkraftwagenbesitzer leiden. Sie leiden und ihr Leid prägt ihre Existenz sichtbarer. Das sei der einzige Unterschied. Der Mergenthaler sei kein Deut besser in seinen Anfällen, Dinge zu sammeln, Vorhängeschlösser etwa oder Steinguttöpfe. Er spiele den Bürgerlichen, der in den weltberühmten Auktionshäusern große Kunst ersteigere, ohne auf die Millionen zu achten. Er spiele. Keine Ahnung, wie der Penner in dem Bahnhof. Die SZ-Cinemathek hat ein Ende. Sie geht weiter am Europa-Karten-DB, Ausgang Nord, Literaturbahnhof S14 bis 24, Exit North, Sortie Nord, Station HBF, Shops, Genusskultur, Lotto Ditsch, wie der Penner in den Bahnhof. Ditsch, Würstchen, lecker knackig, frisch vom Grill, Sandwich und more. Investieren Sie mit Lixor, Ditsch, einfach, transparent, flexibel, lecker knackig, frisch bei Gleis 4 und Einkaufspassage, Ditsch. Wie der Penner in den Bahnhof, Burger, lecker knackig, frisch, King to go,
DAX, Ditch, lecker, knackig, frisch für Ihre Zukunft, Risikoabsicherung, Vorsorge, Vermögensaufbau, Ditch, Zürich, Herz, Rente, lecker, knackig, frisch, Car, Reisezentrum, Tourist, Ditch, wie der Penner in den Bahnhof. Lecker, knackig, frisch, Lust auf Lesen, Books, Bücher, Presse, Ditch, F-Tex 13, Istanbul, House, lecker, knackig, frisch, Textile Exhibition, Le Cru, Bug, Coffee and Shop, einfach nur lecker, knackig, frisch, genießen, Ditch, Hergendash, Let Your Tongue Travel, willkommen, Datenverarbeitung, Service Software, Ditch, New, lecker, knackig, frisch, Books, Cosmopolitan, lecker, knackig, frisch, Laissez Faire, Pralinenmacher seit 1909, lecker, knackig, frisch, Ditch, wie der Penner in dem Bahnhof, Ditch, Sale, Oberhausen, Zeitung für lecker, knackig, frisch, Deutschland, Ditch, Aramist, Biotherm, lecker, knackig, frisch, Boss, Bulgani, Ditch, Calvin Klein, Cartier, Cerruti 1881, lecker, knackig, frisch, Davidoff, Armani, Gucci, Job, Kenzo, Lancôme, Shiseido, der Ditch Bäcker, Ditch Eifler, Ditch Chibo, Tourist Shop to go, Hotel Metropol, Coffee to go, Ditch, wie der Penner in den Bahnhof. Jetzt mitnehmen und genießen, Nice Price, Hotel Excelsior, Ausgang Süd, Sparangebote, lecker, knackig, frisch, Sparmenü 1, The American Way of Pizza, Chiquito, Pizza Hut, Café e Panini, Sale, SB-Zone, wie er in den Bahnhof gelangt war. Sie standen alle am Südrand der großen Halle, in der Nähe von Gleis 1, wo die Transporte abgegangen waren und bis heute kein Schild angebracht ist, das an die Opfer erinnerte. Lichtrag zuckte mit den Achseln, als habe all das nichts mit ihm zu tun. Der Flaschler warf gefährlich blitzende Blicke um sich. Sein Rad stand an einem der mächtigen Steinfundamente der Trägersäulen. Aus der zerschlissenen Einkaufstasche kramte er Bierflaschen hervor. Der Penner tat zunächst so, als wolle er keine, griff dann aber doch zu. Der Philosoph begann eine wirre Rede über die Grenzen der Bildaufnahme des menschlichen Gehirns. Der kleine Mann griff sofort zu. Er lehnte am Fundament und schaute in die Ferne. Sidi spricht, schwieg. Der Schreiber hielt sein Manuskript umfangen wie ein Neugeborenes. Mergenthaler näherte sich von Gleis 14 her. Über ihnen glänzte matt das Videoauge, das jeden einzelnen porentief auszuspähen vermochte. Mergenthaler dachte an die Marmortafel im Gare de l'Est, Paris, die in goldenen, glänzenden Lettern an die Deportationen erinnerte. Lichttrag störte das Auge, das vor allem gegen sein Wirken gerichtet war. Er ärgerte sich gelb, spie ein wenig Schwefeldampf aus, der sich nach oben kräuselte und als ein dünner Film auf die Glashülse des Videoauges legte. Keine Sicht mehr, die Herren hinten, die das Mann macht das so und so beobachten und ab und zu aus Langeweile einen Busen heranzoomten. Als Mergenthaler auf Höhe des Schreibers war, fielen diesen plötzlich zahlreiche Manuskriptblätter aus seiner Hand, segelten davon zwischen die Gleise vor die Füße der Passanten. Er erschrak, reichte dem Flaschler die Flasche und begann, die Blätter einzusammeln. Mergenthaler sah seinen Schrecken, bückte sich, sprang auf die Gleise und half dem Schreiber. Sie, die spricht, sprach nun lauter, schimpfte die Passanten an. Der Flaschler warf Blitzblicke, der Philosoph redete auf Lichttrag ein, wollte ihm ein Schreiben der Behörde zeigen, das er verzweifelt suchte. Mergenthaler hatte fast alle Blätter aufgelesen, überbrachte sie dem Schreiber, der sie sich demütig verbeugend entgegennahm. Da trat der Flaschler auf ihn zu, gab ihm, Mergenthaler, eine Flasche. Lichttrag grinste, Mergenthaler, der sich vor kurzem entschlossen hatte, Anna nicht mehr zu besuchen, da ihm nicht gelungen war, ihre Brust zu streicheln, geschweige denn sie zu küssen, bedankte sich, öffnete den nostalgischen Kippverschluss aus Porzellan und nahm nach dem Plopp einen tiefen Schluck. Sie redeten nicht miteinander, sie hatten kein Thema, jeder war in seine eigene Laubsägearbeit vertieft. Sie waren für sich, sie waren allein, sie waren so wie die anderen, die vorbeihasteten in die Dienstleistungsbüros der großen Stadt am Morgen. Vergessen, keine Marmortafeln in Goldschrift, nichts erzählen, das Bier begann Mergenthaler zu benebeln, die Lichter blendeten nicht mehr, die Geräusche waren gedämpft, eine angenehme Müdigkeit durchströmte ihn. Der Flaschler verteilte aus seiner unergründlich tiefen Tasche, die zweite Runde, die dritte, die vierte. Ich fahre nicht mehr zu ihr, wandte sich Mergenthaler an den Schreiber.
der einen Bleistiftstummel hervorkramte, die Flasche abstellte und wild zu schreiben begann. Sie spielt das alte Eva-Spiel mit mir. Sie genießt ihre Wirkung auf mich. Sie genießt es, dass ich nicht einfach verschwinden kann. Der Philosoph kam heran. Er hatte es endgültig aufgegeben, den Brief der Behörde zu suchen. Lichttrag war verschwunden. Disziplin kommt von Capere. Fassen. Du musst sie fassen. Das ist die Disziplin, die du nicht beherrschst. Er richtete seine Augen hinter den starken Gläsern seiner Brille auf ihn. Sie telefoniert mit dem polnischen Verkäufer von Spritz- und Düngemitteln aus amerikanischer Lizenzfertigung, die den Boden des Ostens verderben. Ihm ist beim Handballtraining eine Sehne gerissen und hier lässt sie sich in dem schwach erleuchteten Zimmer den Rücken massieren, das Gesicht streicheln, aber die Brust ist verbotenes Gelände. Der Schreiber warf Lineatur auf das Papier. Er kniete auf dem Pflaster, über das die Opfer in die Waggons gestiegen waren. Kein Schild, das an sie erinnerte. Mergenthaler dachte an sie zwischendurch, wenn er von Anna absah, die den Gift- und Düngerverkäufer heiraten würde, der Handball spielte und ihre Brust streicheln würde, Nacht um Nacht. Plötzlich kam sie, die spricht heran und strich Mergenthaler über den Kopf. Der Philosoph prostete ihm mit der Flasche zu. Der Penner schaute ihn lange an. Der Flaschler klopfte ihm auf die Schulter und murmelte etwas Unverständliches. Mergenthaler betrachtete seine greisen Hände. Peil und der Cellist kamen aus dem Fahrkartenschalter. Sie hatten sich kleine Fahrplanauszüge der Verbindungen nach Paris und zurück besorgt. Peil wollte den Place de la Bastille sehen, dort, wo der Kampf gegen die Mauern angefangen habe. Peil hasste Gefängnisse. Mit der Einsrichtung Château de Vincennes, République, Oberkampf, Richard Linois, Breguet-Sapin und voilà, Bastille. Lichtrag tauchte wieder auf. Bernard Jourdan, Marquis de Launay, der jetzt Brückenwächter unten an der Brücke des Scheiders Cinvat Pereto, wo über die Seelen gerichtet werde. Er stehe da mit einem Breitschwert und treibe die Seelen hinüber. Er, sagte Lichtrag, möchte nicht in den Strom der Unausweichlichkeit unterhalb der Brücke stürzen, wo die Giftschlangen übereinander lägen und auf fette Nahrung warteten. Wer denn dieser Marquis sei, wollte Peil wissen. Von dem habe er in seinen Verbindungen noch nie etwas gehört. Was? Er kenne den Direktor der Bastille am 14. Juli 1789 nicht. Er, Lichtrag, könne sich gut an ihn erinnern, dickbäuchig von den vielen Kapaunen, Pulaten und Wachteln, die er verspeist hatte und wie der bewaffnete Mob ihn hinausgetrieben habe. Unter Hohngelächter, wenn er Urlaub habe von der Cinvat-Brücke, aber arbeite er nach so langer Zeit unerkannt in einem Laden in der Nähe von Châtelet-les-Salles für Ratten- und Mäusefallen, Gifte und andere Gemeinheiten, weil er Paris nicht vergessen könne. In einem Fenster hingen in großen tödlichen Schlagfallen Rat Sumolo, ausgestopfte Wanderratten, die, wie der Marquis wusste, um 1925 in den Hallen gefangen worden waren. Unter einem Regalbrett mit den Giftpackungen waren ebenfalls präparierte Tiere in lebensnahen Haltungen zu sehen. Der Cellist liebte Balzac. Er würde sich auf die Suche nach der Figur Balzacs im Mantel machen, in Paris, zusammen mit Peil. Aber jetzt wirkte Peil verstört. Er habe Verbindung gehabt, erzählte er, wenn auch gestört durch die zahlreichen Mobilfunksender an der Strecke und durch das enorme Magnetfeld der Elektrolok. Es sei seine bisher fernste der fernen Verbindungen gewesen, in irgendeine Galaxie weit, weit draußen im Kosmos. Den immer unterbrochenen Text habe er so verstanden, dass es immer sein könne, dass, er schaute den Flaschler an, der vergessen hatte, die siebte Flasche in seiner Hand zu öffnen. Traum, Blütentraum oder blühender Traum oder Blutraum oder blutender Traum oder Bluttraum oder blutender Raum, habe er verstanden. Er könne sich keinen Reim darauf machen. Vielleicht aber bedeutet das Signal, alles sei unerheblich, sinnlos, eitel, ein Haschen nach dem Windhauch. Deshalb halte er sich oft auf Friedhöfen auf, warf der Flaschler ein, wo auf den Sandsteinstelen langsam die Identität der Namen und Jahreszahlen vom sauren Regen aufgelöst werde. Und er, der Flaschler, wies mit dem Hals der Bierflasche auf seine Brust, wisse, dass er kein Traum sei, dass er laut spreche, dass alle viel zu viel und viel zu laut sprechen und dass jedes Wort aufsteige,
Alle Wörter stiegen auf und füllten die schwarzen Löcher mit Wortenergie, bis sie platzen, auseinandergesprengt von der Kraft der Wörter, bis sich die Wörter wieder zu neuen Sternhaufen zusammenballten. Manche aus der Bahn geraten, fielen auf die Erde zurück, als Steintafeln in die Wüste Sinai oder als Schriftrollen in tibetische Höhlen. Es sei ein Wörtersturm, anfangs nur Kernsprache, ein Wort, ein Satz, später Sätze, Ketten, Gefüge, Suadas, Romane, laut. Es sei die Sphärenmusik von Anfang einer Kakophonie, Katzenmusik, schrill, schräg, schaurig. Sidi spricht, prappelte lauter an der Seite des Flaschlers und der Schreiber äußerte sich zum ersten Mal. Niemand hatte ihn bisher sprechen gehört. Das sei doch Blödsinn, was der Flaschler sage. Er sei ja alkoholisiert. Die Wörter, das sei das Heilige. Und er solle keine Sprüche darüber machen, keinen Unsinn von sich geben. Niemals, niemals habe das Sprechen geendet. Nicht als die Asche auf Pompeji niederging, nicht in der Autenrietschen Klinik, niemals, nicht im Maison des Amis de Livre in der Rue de l'Odéon, nicht in den Kammern von Birkenau, nicht unter den Sommerlinden, nie, niemals, nirgendwo, beugte sich wieder hinab zum Bodenpflaster und schrieb weiter, Linie auf Linie in Kunst, Schwüngen, so wie er existierte. Der Cellist hatte stumm zugehört, er packte sein Instrument aus, spielte das Lago aus dem Klavierkonzert Nummer 5 in F-Moll von Johann Sebastian in seiner eigenen Fassung für Cello. Der Flaschler trank nicht. Sie, die spricht, murmelte nur sehr leise, fast unhörbar. Ihre Lippen bewegten sich und führten dem Wörtersturm Ausdrücke des Schmerzes zu. Und Mergenthaler stand da mit geschlossenen Augen, den Kopf leicht schräg geneigt. Als der Cellist geendet hatte, wandte sich der Flaschler an den Schreiber und sagte lallend, »Du, Arno, also lies doch mal vor, lies!« Der Schreiber blickte erschrocken auf, er verstand nicht sofort, was man da von ihm verlangte. Aber plötzlich setzte er sich auf einen Betonsockel, blätterte in seinem Notizbündel und begann zuerst leise, dann immer lauter zu lesen. Warum echo ich so unglücklich bin? Am Lili-Lili-Liden-Weg, am wogenden Weg, am vor dem Scheppelgebissegässchen, im Sommer, im Mai, der Duft, ein Hauch, Versprechen auf Leben, Versprechen, Erwartung, Hoffnung in der Mainluft und dann die anderen. Die anderen töten mit Blicken schon in der Straßenbahn am Parlamentsplatz. Habe den Himmel fotografiert, grau, nur schwarze Linien der Telefondrähte. Damals noch stand immer neben mir, bei den Erfolgen neben mir, manchmal sogar Geld dran, weg, floss weg, Kinder, manchmal glücklich, so etwas wie, dann wieder Schwärze. Blut im Kinn gestaut, kein Schröpfgefäß reicht dafür, Mengen, Ströme, der rote Fluss gestaut, sah mich anders als die anderen. Die anderen, immer die anderen, binden meine Hände, verhindern mein Schreiben, zwangen mich, Zwangsjacke, Autenried, Ried, einsam dort, liegen unter den Halmen, die Käfer neben mir, Larven unter mir. Der Gevatter schläft im Sommer ein wenig, traumlos, ohne zu schnarchen. Er wartet traumlos im Ried, im Gässchen riecht es nach Aas unter der Ligusterhecke hervor. Die anderen sind das Problem, unlösbar, ein anderer, eine Welt, gefährlich. Waffen hinter den Augen, Spitz- und Hiebwaffen, Prügel, Schießprügel, Knarren, feuern Salven ab. Dauerfeuer, Feuerstoß, je nachdem. Meine Haut, echo ich in meiner Haut, in dem Chitinsack, eingesackt, allein in meinem Sack, von Anfang an, vor der Schwärze, vor den anderen in ihren Säcken, bewaffnet, ich ohne Waffen, allein, einsam in mich geworfen, in den Hautsack geworfen, hineingeworfen, unter die anderen, die Blicke und immer die Hiebe, die Schläge vor dem Kirschschrank, Hiebe auf die Haut mit dem Teppichklopfer aus zwei Zweigen und Selbstschläger, Hautschläger, Werfer in das Bücherregal, die Frau, geschlagen, dann weg, dann schreiben, immer schreiben, weg aus Autenried, hierher, vielleicht in den Turm, im Sommer, vielleicht. Alle schwiegen. Der Flaschler lallte etwas Unverständliches. Der Schreiber war wieder in sich zusammengesunken auf dem Betonsockel. Der Cellist wiederholte das Lago. Sie hatte das Ticket bereits. Letizia, ihre mütterliche Freundin, hatte ihr Kleider ihrer Tochter geschenkt, ein Oberteil aus halbdurchsichtigem rotem Stoff mit schwarzen Rosen darauf und zwei lange Chiffonkleider, eines weit ausgeschnitten, das andere hochgeschlossen, aber mit weitem Rückendekolleté. Sie zog die Kleider aus einer weißen Kunststofftüte, schlug vor, sie anzuziehen. Für sie,
sagte sie und fragte, ob sie jemand sehen könne durch das Fenster. Mergenthaler ließ die Jalousie hinab. Sie begann sich hinter ihm umzusehen. Er spürte Schwarzes, blickte auf Papiere auf dem Schreibtisch vor dem Fenster, wusste, dass sie sich im Fenster spiegelte, ahnte dieses Bild, schaute nicht auf ins Glas. Eine Melancholie des »Nicht für dich« durchströmte ihn, und da war nicht die geringste Erregung, aber auch kein väterliches Gefühl, kein brüderliches, kein Interesse an Form, Farbe, Kleidsamkeit. Sie freute sich kindlich darüber, dass die Kleider wie für sie gemacht passten. Irgendwie waren sie zu alt für sie und sie war zu jung für diese Art Kleider. »Dies ist für den Ball«, bemerkte sie. »Für den Ball?« Mergenthaler besuchte keine Bälle. Alles hat seine Zeit. »Man muss wissen, wann die rechte Zeit ist«, dachte Mergenthaler und betrachtete Annas Busen. An einem anderen Abend, kurz bevor ihr Aufenthalt endete, sie hatte alle ihre Dinge gepackt und den Schrank geleert. »Schauen Sie, alles leer.« »Nichts mehr«, sagte sie triumphierend. »Ich fühle mich leicht, so leicht, jetzt, da ich weiß, dass ich zurückkehre.« Sie hatte gebadet und nur einen dünnen, kurzen Rock an, zu dem sie eine Pulloverjacke aus einem weinroten, zotteligen Kunstpelz anzog. Sie kauerte sich auf der Sitzfläche eines Stuhles zusammen, ihre nackten, stämmigen Beine zogen Mergenthalers Augen an, aber er richtete keinen Blick auf sie. Der taubenetzte Pfirsich auf Porzellan, eine melancholische Ruhe erfüllte Mergenthaler. Später legte sie sich auf das Bett, aber Mergenthaler blieb auf seinem unbequemen Stuhl. Anna bemerkte seine Veränderung und fragte, ob in seinem Leben etwas geschehen sei. »Nichts«, antwortete Mergenthaler. »Nichts ist geschehen. Alles ist wie immer.« Ihre Zeit war vorbei. Sie fuhr mit der Bahn zurück. Sie würde bald nach der Rückkehr den Agro-Experten heiraten. Sie hatte nur einen Koffer dabei und trug das Halstuch, das sie damals im indischen Restaurant zum ersten Mal getragen hatte. Die Bahnhofshalle war hell, es duftete nach frischen Brezeln. Durchsagen über sanfter elektronischer Hintergrundmusik. Der Eurocity stand schon bereit. Sie reichte Mergenthaler die Hand, sagte, bis bald. Er nahm ihren Koffer, sie stieg ein, er reichte den Koffer hinein, sagte, also dann, wandte sich um und ging den hellen Bahnsteig hinab Richtung Ausgang. Mergenthaler hatte Tränen in den Augen. Wie immer zu dieser Jahreszeit. Da kam ihm ein Mann hinkend entgegen. Er pfiff einfach schrecklich schief. Vielen Dank.